Willkommen zum letzten Teil unserer Serie Rückenschmerzen im Büro. Jetzt gehen wir den Rückenschmerz-Killer-Arbeitsplatz an. Das heißt, wir schauen uns einmal den Arbeitsplatz an, wo eben unterschiedliche Fallen drin sind, wo eben die Schmerzen herkommen können. So, als erstes einmal, wenn der Bildschirm zu tief unten ist. Ich meine, heutzutage hat man oft einmal nur den Laptop mit dabei und man schreibt dann vielleicht einmal da irgendwie so an. Einfach so dahin und dann seht ihr eh, wie die Wirbelsäule hinten rund wird. Also wenn ihr da jetzt da einfach unten schreibt, hier könnt ihr euch ein bisschen behelfen, indem ihr sagt, okay, bewusst euch hinsetzen, den Bildschirm so ein bisschen nach hinten geben und dann halt mehr mit den Augen nach unten schauen. Ihr bleibt dann einfach aufrecht, lasst die Schultern trotzdem locker, ganz wichtig auch, Unterbauch bleibt leicht gespannt und ihr lehnt euch nicht unbedingt ganz an, inzwischen noch einmal weg sein. Das heißt aber nicht euch aufspannen voller Wäsche, sondern die Waage zu finden. Dass ihr sagt, okay, ihr seid nicht passiv von der Lendenwirbelsäule, sondern seid ein bisschen aktiv vom Sitzen her. Die Beine sind am Boden unten, Unterbauch ist gespannt, ganz leicht. Also nicht zusammenziehen, dass es nicht mehr zum Atmen ist, sondern wirklich, so wie im letzten Video eben auch, Unterbauch ganz leicht gespannt und ihr seid dann eigentlich auch entspannt. Die Schultern sind entspannt und dann arbeitet es normal dahin. Wenn ihr merkt, dass ihr noch 20 Minuten, eine halbe Stunde ein bisschen mehr Verspannung kriegt, dann tut das einfach mal weg, wegtun, also so, und dann einfach nochmal locker lassen. Den Kopf ein bisschen durchbewegen, dass ihr sagt, zack, einmal rechts dehnen, einmal links dehnen, Schultern ruhig kreisen, die Schulterblätter sollen sich ein bisschen mehr bewegen anfangen, also spannst die Schulter nach oben und wieder locker lassen. Das ist also ein Teil aus Jacobsen, Entspannungstechniken nach Jacobsen. Da könnt ihr anspannen, kurz halten und dann wieder locker lassen und konzentriert euch so rein in die Muskulatur, ist es noch angespannt, dann spannen wir es noch einmal kurz an, jetzt soll der Bein nicht verkrampfen, einfach locker lassen und also zuerst anspannen und dann wieder locker lassen und dann reinspüren, okay, passt schon wieder ein bisschen besser, wir stehen dazwischen vielleicht auf und dann arbeiten wir normal wieder weiter, einfach die Pausen dazwischen zwischendrin auch nutzen. Wenn ihr sagt, okay, ihr seid Raucher oder geht's rauchen oder was Rauchpause, dann könnt ihr das genauso machen. Aber nehmt die anderen mit und sagt, dass auch andere Übungen halt auch macht. Weißt, gemeinsam zusammen. Gut. Das war das Erste. Als Zweites können wir noch eben von unten unterstützend wirken, indem wir ein Ballkissen oder hier wird das Balance Board da nehmen. Die Geschichten sind fast besser als der Gymnastikball selbst. Weil erstens einmal kann ich es besser wegräumen, zweitens einmal ist es nicht so labil, dass du gar keine Fixierung mehr hast, sondern du hast eine leichte Mobilität drinnen und dadurch musst du aber schon wieder eben mit dem Becken arbeiten, das heißt die Muskulatur im Lendenwirbelsäulenbereich ist dann schon wieder aktiv und das wollen wir eigentlich. Wir wollen nicht die Überspannung nach hinten oder nach vorne, wurscht in was für Richtung, sondern wir wollen einfach aktives Beckengebiet und aktive Wirbelsäule, also die autochthone Rückenmuskulatur, die soll halt einfach aktiv sein und nicht eben komplett auf Spannung gehalten sein. Und dadurch kriegen wir dann auch wieder mehr Belüftung rein, wir sind von den Schultern lockerer, dadurch weniger Verspannung oben, weniger Sorgen, weniger Stresshormone und dadurch geht es uns dann auch schon wieder ein bisschen besser. Zwischendurch halt, könnt ihr ruhig rausgehen und versucht es auch, wenn ihr den Impuls habt, irgendeine Übung zu machen, macht es einfach. Okay, also das heißt jetzt nicht, wenn ihr jetzt gerade mit im Gespräch seid, aufspringen und sagt, oh, jetzt mache ich Übungen, sondern wenn ihr sagt, okay, heute in der Früh möchte ich was machen, dann macht es, wenn der Impuls, der Gegenimpuls kommt, nein, ihr habt jetzt nicht die Zeit, dass zwei Stunden da was macht, macht es jetzt 5 Minuten, macht es 10 Minuten und ihr habt schon was gemacht. Und dann kommt das Ganze so ein bisschen in Schuss, dass ihr das immer mehr einbauen anfängt und wieder eure Sachen macht, die ihr gern macht. Sitzkissen kann sonst auch eben als Unterlage für die Beine genutzt werden, damit du stell mal wieder eben und setzt nicht faul, dass ihr den Stuhl richtig einstellt. Das ist ganz wichtig, dass der Stuhl eben die richtige Höhe hat und auch der Bildschirm, wenn er drüben ist, dass er die richtige Höhe hat. Wenn er tief unten ist, sind wir wieder da, dass der Tuch haben wir da und der Kopf ist vorne. Okay? Also schaut wirklich, dass ihr so eine Position habt, dass ihr aufrecht seid. Wenn ihr euch selbst nicht sitzt, natürlich und ihr glaubt, dass ihr schon aufrecht seid oder euch aufspannen müsst, dann versucht eben das Ganze einmal vor den Spiegel zu schauen oder dass ihr einen Handspiegel hernimmt oder eben den Kollegen sagen, bin ich gerade, wie schaue ich, wo bin ich positioniert, dass ihr euch gegenseitig ein bisschen unterstützt. Und wenn ihr dann eben unten das Sitzkissen am Boden habt, dann könnt ihr da eben auch ein bisschen mit den Beinen spiegeln
Und das macht dann die Sprunggelenke leichter und dadurch, oder bringt ein bisschen die Wadenmuskulatur auch in Bewegung und dadurch kommt es weniger zu Krämpfen und zu weniger Wasser in den Beinen, was auch oft ein Riesenproblem ist. Gell? Da soll man ein bisschen die Muskelpumpe aktivieren, das heißt Fußschaufel hochheben, nach unten drücken, in die Richtung und dann habt ihr auch was eben ganz gut für die Wadenmuskulatur oder auch für die Venenpumpe gemacht. Das sind so einige Sachen, die wir im Büro halt zum Schauen haben. Wichtig, zwischendurch die Pausen zu machen, wirklich 5 Minuten Handy auf die Seite tun und nicht auch in der Pause noch aktiv seinen Kopf verlieren. Du hast das noch zu machen, das noch zu machen, das und zum Schluss gehst du raus. Und hast da Spannung drinnen, kommst heim, zu Hause ist auch noch das und das zu machen und dann ist natürlich alles ein bisschen viel. Und das potenziert sich natürlich über die Tage, Jahre, Tage, Monate, Tage, Wochen, Monate und Jahre. Ein Zusatz zum Bildschirm. Wenn wir zwei Bildschirme haben, schauen wir, dass wir den Hauptbildschirm gerade vor uns haben, dann sind wir halt auch wieder gerade ausgerichtet, das passt gut, und der Nebenbildschirm eher auf der Seite ist. Der nächste Punkt ist dann eben das Telefonieren, wenn wir halt das Handy oder den Hörer auf einer Seite haben, sind wir auch immer schief. Schaut, dass ihr Headset nehmt und dann ist es auch schon wieder besser. Von dem her, ich weiß schon, dass es auch lästig sein kann, eben das die ganze Zeit drin zu haben, und wenn ihr die WLAN-Variante nicht haben wollt, nehmt einfach die Kabel und eben weniger Elektrosmog bei euch, aber ihr habt trotzdem eben die Hände frei, könnt gerade eben sitzen und könnt normal reden und müsst auch nicht vorgehen oder eben zur Seite hin, sondern seid wirklich gerade. Danke sehr fürs Mitmachen, ich hoffe, euch hat die Serie gefallen. Wenn ihr die ersten Videos eben nicht gekriegt habt, abonniert bitte oder abonniert so oder so unseren Channel. Dann kriegt ihr immer wieder Infos fürs Büro. Wir schauen halt, dass wir auch immer aktuell bleiben, Themen, die gerade brennen, dass wir da auch Videos dazu eben machen. Liked das Video, wenn es euch geholfen hat und wenn ihr eben irgendwelche Fragen habt, dann schaut einfach, dass unten in die Kommentare was reinschreibt und wir werden das so bald wie möglich dann auch eben noch bearbeiten. Bis zum nächsten Mal.